Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Bausimulator 22. Ich bin mir mal der Schotti von der Test Area und wir müssen hier gießen. Fundamentalistische Sachen, also ein Fundament gießen, hat den Beton ja gut geskillt und ihr seht, ne, der verteilt sich so richtig gut, als wenn wir früh morgens unseren Haferbrei essen. Nein, wir werden wohl auch noch mal hier auf die andere Seite ranfahren müssen, weil wir keine so hohe Reichweite haben, ne? Aber der Zement, Beton, whatever, verteilt sich gut. Da kann man nicht meckern. Obwohl, meckern kann man immer. Man kann immer meckern. Wer meckern will, findet immer einen Grund zu meckern. Ich bin ja auch so ein bisschen grumpy, wenn ich einen schlechten Tag habe. Ich meckere dann auch für mein Leben gerne und dann bin ich am Knurren und am Motzen und überhaupt. So, wir sind bei 40%. Die machen uns das wirklich leicht, sehe ich gerade. Jetzt müsste aber so langsam mal der Zementmischer leer sein, wenn ihr mich fragt. Bei der Fläche, die wir schon ausgespritzt haben. Er hält gut durch. Ah, jetzt. Bam! So, Taste 3. Linke Maustaste auf dem Betonmischer. Betonmischer füllen. Pumpe. Taste 3. Linke Maustaste auf die Betonpumpe. Einschalten und weiter geht's. So einfach. Und so zügig. 62% schon. Mein lieber Herr Gesangsverein. Aber das ist ja auch die leichte Stufe, gell? Der schwierigen Stufe dauert alles immer. Also die schwierige Stufe ist nicht schwer in dem Sinne, dass man da verzweifelt, weil man nicht hinkriegt. Die schwierige Stufe ist halt nur sehr viel aufwendiger, ne? Man muss da alles, also viel mehr Aufgaben übernehmen und alles viel, viel genauer bearbeiten. Ja, das ist so. Wahnsinn. Muss ich doch nicht auf die andere Seite fahren? Guckt's euch an. Ist es nicht fein? Okay, wir klappen den einfach mal zusammen. So, 91.680 Credits kamen dazu. Jetzt müssen wir Baumaterial liefern. Nicht eins, drei. Dafür brauchen wir wieder den Kran. Palette mit Betonschalung. Jetzt wissen wir so langsam, wie das alles aussieht, ne? Sechsmal Paletten mit Betonschalung. Und Betonschalung heißt ja auch immer Wände gießen wahrscheinlich. Kann ich mir gut vorstellen. So, einmal. Zu viel Schwung. Da will er aber auch nicht anhalten, ne? Also sechsmal Betonschalung und einmal Bewährungsgitter, alles klar. Alles klar. So. Zack. Ja, ich würde sagen, wenn ich das letzte, wenn ich das eine Paket Bewegungsgitter absetze,
Dann sehen wir uns wieder. Und den Rest mache ich eben alleine. Mit dem Kran, nicht? Ja, guck mal. Natürlich wird es auch wieder dunkel. Ist ja klar. Ich habe manchmal das Gefühl, wir arbeiten mehr im Dunkeln als im Hellen, ne? Ah ja. So. Zack, zack, zack. Sei doch, Wände gießen. Es wurde uns ja hier viel abgenommen. Können wir nicht meckern, ne? Ist also nur das hier. Dafür muss ich bei der Pumpe den Deckel öffnen und den Arm in Stellung bringen. Bei der Betonpumpe. Pumpernickel ist aber was anderes. So. Aber mal schauen. Das sieht doch gut aus. Mischer des Betons. Ich mache den vorsorglich mal wieder voll. Sonst müssen wir da zwischendrin wieder umschalten. Unnötig. Jetzt, wenn ich das vergesse, dann geht das auch nicht, ne? Gut. Flap, flap, flap. Die Prozente gehen nach oben, das heißt, hier passiert was. Ja gut. Hier schön, ja, Prozente gehen weiter hoch. %49. Schön, wie das klappt. Oh. Ach, leer. Weitermachen. %76. So ist schön. 88, 89, 91. Sehr gut. Dann klappen wir dich mal ein. Und gucken, dass wir näher rankommen. Hier. 100%. Ach, schon wieder so viel Baumaterial rankramen. Mischer des Betons. Pumpe abschalten. So. Wollen wir mal gucken, ne? Was, hier fliegen Klamotten rum? Ach, das sind nur Kleinigkeiten. So, einmal Holzbalken. Das ist, was ich gesagt habe, ne? Es gibt Holzbalken. Und die sehen von der Seite anders aus. Da, ne? Da sieht man von der Seite hier, dass das Balken sind, ne? So. Da bin ich ja mal gespannt. Holzbalken. Zack. Palette mit Metallbauteilen. Da
Das sind die braunen, ja? Braun, rot, roten. Rot, rot. Die rötlichen. Das ist das Falsche. Das ist rötlich. So. Sehr schön. Man muss dann hier mit bei. Dann brauchen wir einmal Bewährungsgitter. Baum im Weg. Deckenelemente zweimal. Das Deckenelemente und Bewährungsgitter, das ist dann auch immer alles wieder mit Beton gießen, ne? So, hier ist einmal Deckenelemente. Sehr gut. Und dann nochmal. Dann bin ich gespannt. Ach, da stehen Fahrstuhlschächte bereit. Der allererste Mal habe ich die ja gesucht, wie doof. Jetzt weiß ich, wo sie stehen, wie doof. Gut, das machen wir mal hier fertig. Ah. Man sieht es leuchten. Fertig, wenn Element Beton muss doch mal hier ein bisschen mehr Zielwasser trinken, glaube ich. Das ist zu tief. Und jetzt. Da habe ich mich jetzt schwer getan. Muss ich ja sagen. Dazu treffen. Bam. So, ein noch. Bisschen zum Kran hin, bisschen nach links. Ankuppeln, hochziehen. Das wird schon, Leute. Das wird schon. Und dann gibt es gleich wieder einen kleinen Entwicklungssprung hier. Zack, 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 zack. Ja. Deckenelemente Beton. Fertigelemente platzieren. Ah, und da muss das alles ausgegossen werden, auch alles, ne? Also, ich kann mir vorstellen, auf der höheren Aufwandsschwierigkeitsstufe, whatever, müssten wir wahrscheinlich alle Deckenteile platzieren. Alle. Ausnahmslos. So. Hier wird es uns jetzt ein bisschen leichter gemacht. Gott sei es gedankt. Und da sind nicht so viele. Aber das ist wieder so Decke. Und ne, da sind ja diese Bewährungsstahl ist da drin. Und wissen wir, ne? Das muss dann wieder gegossen werden. Wir gießen die Bauten hier mit Beton. Wie andere Leute ihre Blumen mit Wasser. So. Sehr fein. Vier Stücke noch. Viermal.
Bin schon froh, dass einem das so abgenommen und vereinfacht wird. Die Fummelei. Mit dem richtig drehen und richtig platzieren. Und das macht das ganze Spielen schon wieder komfortabler. Aber wir spielen ja nicht. Da ist das schon wieder das Thema mit der Lampe. Wir spielen ja nicht. Wir konstruieren hier ernsthaft. So, letztes Teil. Und dann bin ich gespannt. Bam, bam, bam. Und Betongießen. Hab ich doch gesagt. Aha. Wo denn? Das ist gegossen. Hier müssen wir dann Beton gießen. Hier so. Okay, das machen wir aber nicht mehr heute. Das machen wir nicht mehr heute. Ihr Lieben, vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen, Mitmachen und dabei sein. Ich freue mich schon wieder auf eure Kommentare. Der Link zum Community Discord Server befindet sich unten in der Videobeschreibung. Lasst doch bitte einen Daumen nach oben da, das unterstützt meinen Kanal und dann natürlich auch das Abonnieren nicht vergessen. Das ist ja bei YouTube völlig gratis. Ich war, bin und bleib der Scholz von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was in der heutigen Zeit das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao, ciao.